Drill existiert als Genre im Rap mittlerweile schon fast eine Dekade. Doch erst in den letzten zwei Jahren ist es explodiert und hat den Mainstream erreicht. Drill ist sogar in Kongo angekommen, in Elfenbeinküste, überall. Weißt du, was ich meine? Drill ist auf jeden Fall die Zukunft. Doch dabei wird es immer noch viel mit Gewalt assoziiert und juristisch verfolgt. Chief Cressida Dick has called on YouTube to remove videos and some believe the music brainwashes young people. Dazu spreche ich mit Künstlern in Deutschland, Frankreich, UK und den USA, um mit ihnen über die Faszination Drill zu sprechen. Wie schon zuvor bei Trap ist Drill in Deutschland vor allen Dingen als Sound angekommen, mit dem verschiedenste Künstler experimentieren. Luciano hatte bereits vor einigen Jahren verschiedene Drill-Songs in den Charts. Megalo experimentierte auf Was ist das mit Drill-Sounds. Digga, was ihr macht, man, was ist das? Immer nur Gequatsche, was ist das? Online Hass, man, was ist das? Wenn der Schuh passt, man, was ist das? Und auch Trauma von Nura und Disaster basiert auf Drillbeats. Ich bin tief gefallen, doch ich steh. Keiner von euch kann mir was erzählen. Dies alles sind vereinzelte Experimente, aber noch lange keine Szene. Allerdings kann das sich jetzt ändern, denn immer mehr Künstler werden aus dem Untergrund nach oben gespült und bauen ihre Karriere auf Drill auf. Schwätzer. Zu viel Gelaber, Blender, treff sich alleine die Heckler. Wieso seid ihr immer am Lästern? Einer von ihnen ist Prettyface Carpi aus Wuppertal. Und ihn treffe ich jetzt in Neuss im Studio. Wie sich hier echte Verbrecher, Waffen gelagert im Geller. Esse mein Brüder vom Teller, Messe mein Jella, die Stepper. Erzähl mir mal ein bisschen was, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus Wuppertal. Meine Wurzeln stammen aus dem Kongo, der Demokratischen Republik Kinshasa. Meine Eltern sind beide dort geboren. Sind so in den 90ern hier hingezogen, schon seit ich 6 Jahre alt bin, lebe schon mit meiner Mutter zusammen. Und ja, seitdem bin ich am Hustlen, ich mache mein Ding so. Hatten am Anfang schwer, so, weil wir haben auch im Frauenhaus gelebt, im Asylheim. Kannst du mir sagen, wann Drill so in dein Leben gekommen ist? Drill kam, so früher habe ich das schon vorher gehört, so mit Chief Keef und so, aber ich wusste nicht genau, was Drill ist. These bitches lost all sight, oh, and I know, and fucking with them all. Bei Drill war halt so, ja, da habe ich gecheckt, okay, das kommt eigentlich aus Chicago, die Beats damals waren auch richtig Feuer. Und dann habe ich gesehen, okay, die UK-Leute machen das jetzt auch, die haben das irgendwie, die haben eine Retro-Version davon gemacht. I can't flag with the ops, then flagging. Take me in when I talk on beats, trust me, it's more than rapping. Und inhaltlich war alles dasselbe Scheiß. In New York, in Chicago haben sie sich umgekehrt und in UK haben sie sich abgestochen, umgeknallt. Weißt du, so, bei uns war halt auch so ein, nicht der, dieser brutale Film, aber halt auch dieser Gangfilm so. Da habe ich mir gedacht, okay, so 2015, 16 habe ich auch gerappt, so schon angefangen zu schreiben. Aber ich mit den Jungs so, ey Jungs, warum machen wir nicht auch den Shit so, weißt du, was ich meine? BFC, ich komme aus Baum City, mache weiter Müller für die Widget Millie. Häng in der Stadt und verkaufe Zizis, deutsche Rapper, alles kleine Zibis. Du hast eben selber schon gesagt, dass Chicago, UK viel von diesem Gang-Ding lebt und der Inhalt sehr wichtig ist, auch damit ja die Brutalität und diese bittere Wahrheit, die da drin steht in den Texten. Ist das auch das, was dich fasziniert hat oder war es am Ende mehr das Sound und die Gesamtästhetik? Also, Gewalt fasziniert mich nicht und Gewalt war im Rap schon immer da, so, weißt du, ob Drill oder normal, Boom Bap, war schon immer da, weißt du. Mir hat der Sound gefallen, so. Ich glaube, es gefällt, den Leuten gefällt die Gewalt nicht, ich glaube, den Leuten gefällt eigentlich der Sound. Das Drum und Dran ist ja schon immer da gewesen, so, weißt du? So, Leute, wacht auf eigentlich. Es ist der Sound, der euch gefällt. So eigentlich. Oder habe ich Unrecht? Chicago's South Side. These streets are home to some of the most dangerous gangs in America. Drill ist als Sound an Orten geboren, an denen Gewalt allgegenwärtig ist. Since 2003, more Americans have died in Chicago than in Iraq. He nicknamed it Chirac, like Iraq, because you know they were over there shooting, bombing and a lot of killing people. Out here, a lot of guns, you know, out here. It's so a lot of guns out here. In keinem anderen musikalischen Genre sind Gangbrutalität und Kunstfreiheit so eng miteinander verwoben. Und
Für die Polizei sind in Großbritannien und den USA Songveröffentlichungen auch immer Vorboten für brutale Gewalt. In those videos they taunt each other and say what they're going to do to each other and specifically what they are going to do to who. Ein Beispiel aus Chicago. 2014 macht sich der Drill-Rapper Lil Mark in seinem Song No Competition darüber lustig, dass dem Rapper Rondo No. 9 aus der verfeindeten OTF-Gang in den Rücken geschossen wird. Ein paar Tage nachdem Lil Mark den Song veröffentlicht, wird er selbst an einer Bushaltestelle in Chicago getötet. Wiederum ein paar Tage später besucht Lil Durk, der Gründer der OTF-Gang, die Bushaltestelle, um sich über den Tod von Lil Mark lustig zu machen. Kurz darauf wird Lil Durks Cousin Nooski in seinem Auto erschossen. Wiederum neuer Stoff für Texte, die sich bis heute durch den Chicago Drill ziehen. What the fuck is Fredo buried? I need to take a shit. Won't go out like I'm loosely dead up in a whip. CC Roy tried to run, phone him caught his ass. Scratch his ass. Long live tutu, I don't underrat. In Großbritannien sieht das Ganze nicht anders aus. Hier ein Beispiel. Der 19-jährige Abdullahi Turabi, besser bekannt als T-Wiz, war ein Drill-Rapper der N-Gang. 2017 wurde er mit Messerstichen getötet. Daraufhin veröffentlichen Digga D und die 10-11-Gang Songs, in denen sie sich über seinen Tod lustig machen. Der mutmaßliche Mörder von T-Wiz ist auch ein Rapper, der sich T-Rose nennt. Die meisten seiner Songs sind auf YouTube gesperrt. Er selbst wurde 2018 ermordet. Natürlich kann man Drill für all das nicht alleine die Schuld geben. Doch das Genre zeigt auch, dass nicht alles durch Kunstfreiheit gedeckt ist. Wir sprechen gleich mit Digga D. Er ist Mitglied der 10-11 Gang und gilt als einer der wichtigsten Pioniere für UK Drill. Die 10-11 Gang wurde 2018 verhaftet, als sie sich mit Messern und Macheten bewaffnet auf den Weg in einen Stadtteil einer verfeindeten Gang macht. Sie sind die erste Musikgruppe, die ihre Veröffentlichungen, Auftritte und Social Media Posts bei der britischen Polizei anmelden müssen. She said that she see me on UK gossip, cool. We established I'm toxic. But back to the topic. I know you still wanna slop it. Digga D ist 20 Jahre alt und nach seinem vierten Gefängnisaufenthalt gerade erst wieder auf freiem Fuß. Zu seinen Bewährungsauflagen gehört auch, dass er jeden Song, jeden öffentlichen Auftritt und nahezu alle Social-Media-Aktivitäten bei der Metropolitan Police anmelden muss. Dazu gehört auch unser Interview. Ihm sind öffentliche Äußerungen zum Thema Gewalt ausdrücklich untersagt. What is drill? Is it just a beat? A lifestyle? Drill music is a type of beat, tempo, that I feel like anyone can rap on drill because it's a type of beat. I can't flag with the ops then flagging. Take me in when I talk on beats. Trust me, it's more than rapping. The most important thing for me is the lyrics, but I'm saying like Beyonce could sing literally on a drill beat and her song will be drill because of the type of beat that is. Trust me, it's more than rapping. This one's all like Ash. I see my man turning to Usain Bolt and turning to Gat. Can you tell us something about where and how you grew up? Sorry, can we move on from this question? Wir hätten ihn gerne gefragt, welche Rolle Gewalt im Drill spielt, wo die Grenzen zwischen Kunst und Realität verlaufen und was er selbst zu den Maßnahmen der Polizei sagt. Aber um seine Bewährungsauflagen nicht zu verletzen, äußert er sich derzeit überhaupt nicht zu diesen Themen. Die deutsche Drill-Variante ist nicht im Ansatz mit dem zu vergleichen, was in puncto Brutalität und Gewalt in Großbritannien und in den USA los ist. Und zum Glück ist sie für die deutsche Polizei auch noch nicht so relevant. In Deutschland gibt es ja hier und da schon Künstler, die auch Drill machen. Wie würdest du diese Szene beschreiben? Würde es wirklich eine Drill-Szene in Deutschland geben, da würden sich Leute stechen und umbringen. So, weißt du, ich meine, vielleicht gibt es, wenn dann eine Drill Musikszene. Aber das, was in UK und Chicago, Frankreich und Holland so passiert, habe ich von hier nicht gehört. So, weißt du, ich meine, hier ist es noch nicht so angekommen, auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Ja, besser so, weißt du? Besser. Besser. In UK ist ja unter anderem zum Beispiel diese 10-11 Gang irgendwann von der Polizei gefangen genommen wurden aufgrund der Texte, weil jedes Mal ein Text dazu geführt hat, dass wieder jemand aus irgendeiner Gang danach
ermordet wurde und dann ein Rachefeldzug stattgefunden hat. Was denkst du über sowas? Also ich denke, sowas muss nicht sein, so ja. So, man sollte sowas auf jeden Fall fernhalten, so ne. Macht eure Musik, aber bezieht die Realität nicht mit ein, so weißt du. Fufu essen, nimm mir Gabel und Messer, benutzt die Hände, denn so schmeckt es mir besser. Fresher Negro mit der echten Wildschätze überfallen. Prettyface Carpi beeindruckt mich vor allen Dingen durch seine offene und unbefangene Art und Weise, an Musik heranzugehen. Für ihn ist Drill ein Sound. Und trotz seiner privaten, auch nicht ungefährlichen Vergangenheit ist eben Brutalität und Gewalt nicht Thema seiner Musik. Und genau das macht seine Musik für mich so interessant. Weil die aus UK war echt hart, so irgendwann konnte man die auch nicht mehr hören, so. Weil ich hab die gehört, so am Anfang habe ich gefeiert, irgendwann hatte ich das alles gleich angehört und alles gleich hatte und so, und ich konnte es nicht mehr hören und dann kam New York halt. New York hat es wieder fresh gemacht. Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Picture with that. Drill ist längst mehr als das seit Jahren andauernde Austragen von Gangfäden über die Musik. Doch um das näher zu erklären, müssen wir nach New York. Künstler wie Chef G oder Pop Smoke entdecken für sich den Sound von UK-Drill-Produzenten und machen ihn zu ihrem eigenen New York-Drill, der massenkompatibel wird. Pop Smoke selbst, der mit seinem Song Welcome to the Party weltweit die Türen für Drill geöffnet hat, wurde leider 2020 im Alter von 20 Jahren erschossen. Als sein Nachfolger gilt CJ aus Staten Island, der mit seinem Song Whoopty erste Aufmerksamkeit erlangte. Whoopty, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two-seat. What's the difference between Chicago drill and what's happening in New York? I feel like New York kind of just took the drill scene and kind of just made it like more fun, like, you know, and gave it more like a dance vibe, you know what I'm saying? Like we made it more like to where you could dance to it. Instead of, you know, Chicago just being on some, you know, more hardcore. But yeah, we kind of took it and just, you know, made it more of a dance vibe. Let's talk about Pop Smoke. What's his influence on the scene? He probably was the reason why I wanted to, you know, get on a drill beat. She liked the way that I dance. She liked the way that I move. You know, he played a huge part in, you know, the New York drill scene, you know what I'm saying? And, you know, may he rest in peace. Ever since he passed, you know, we kind of was missing that New York drill energy. You know what I'm saying? Do you see the future for drill? I feel like it's gonna last a little while. You know, hip hop changes all the time, so it's like, you know, you probably have a good 5-year run. You know, but yeah, I feel like it's gonna last for a little while. You know, hopefully. Thank you very much for your time. Take care, bye. Il me faut des billets de banque et des armes lourdes. Grit, grit, pa, 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 pa. La mettre des balles dans la tête. Faut des billets de banque et des armes lourdes. La mettre des balles dans la tête. Et puis leur demander qui veut la guerre. Gazo ist das Gesicht für Drill aus Frankreich. Er kommt aus Saint-Denis, einem der ärmsten Pariser Vororte, der aber zugleich eine sehr wichtige Rolle für Rap aus Frankreich spielt. Crews wie Supreme MTM, Caris oder Soufiane kommen aus Neuf-Trois, wie es auch heißt. Also ist es fast logisch, dass der Impuls für französischen Drill über Gazo eben auch aus Saint-Denis kommt. Okay, let's go. Welche Rolle spielt Drill im französischen Rap? Ist es eher eine Nische oder ist es schon Mainstream? Moi, je dirais que actuellement, je dois te situer peut-être entre les deux. Ça veut dire que je dirais pas que j'ai un grand public, mais je dirais que j'ai un petit public, mais bien excité. Et voilà, mais après, tant qu'on fera pas de concert, je pourrais pas vraiment le savoir. Tu vois. Drill wird generell als sehr gewalttätiges Genre wahrgenommen. Braucht es diese Brutalität in den Texten? Je pense que quand on va voir un film d'horreur, on s'attend pas à voir un film d'amour, tu vois. Ça veut dire que quand tu vas voir un film d'horreur, tu veux voir un film d'horreur. Quand tu vas voir un film d'amour, tu veux voir un film d'amour. Quand tu écoutes de la drill, tu veux de la drill. Si tu veux une musique douce, tu veux une musique douce. Donc je pense qu'elle a besoin de paroles violentes, ouais. C'est obligé. C'est comme ça. Verfolgst du die Geschichten in Großbritannien, wo die Polizei Songs und ganze Veröffentlichungen verhindert aufgrund der Inhalte und der Texte und der Gewalt rund um Drill? Bah moi je pense que c'est un peu une sorte de discrimination. On va pas se mentir, parce qu'il y a des musiques, les rythmes ils sont moins violents,
mais les paroles ils sont tout aussi sombres, même des fois beaucoup plus sombres, malgré que la mélodie elle est traître, donc on va croire d'autres choses, tu vois. C'est le plaisir. Merci. Donc je suis obligé de la bousiller là. Hey, hey. Et devant les keufs, ils ont peur de béton, nous jamais on lâche. Je connais la malakeng. Toi tes gars c'est que des lâches. Die Verbindungen zwischen Drill und Gewalt sind ein sehr komplexes Thema. Und einige Songs überschreiten das, was man noch als Entertainment durchgehen lassen kann. Aber man kann Drill auch als einen Lautsprecher einer Lebenssituation wahrnehmen, die von Armut, Perspektivlosigkeit und Gewalt geprägt ist. Und ein Musikverbot alleine wird diese Probleme niemals lösen. Und jetzt seid ihr in der Reihe. Welche Künstler muss man kennen und was zeichnet für euch Drill aus? Schreibt es uns in die Kommentare.